Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, damit herzlich willkommen. Ich dachte mir, komm, gehen wir auch mal bei Abend mal los. Ich will mal sehen, was abends so neu ist. Ja Leute. Letztes Mal haben wir ein geiles Kutku-Ei gekriegt. Ich achte jetzt darauf, wie die Höhlen aussehen. Da ist wieder eine goldene Höhle. Ich muss da einmal kurz rein. Einfach allein schon, um zu gucken. So, Leute, ich will jetzt wissen, gibt es hier dann nur die goldenen Eier? Nee, nicht bedingt. Das ist ein Bulldroben-Ei. Ein Gian Kutku habe ich gerade schon ein besseres. Noch ein Kutku-Ei. Hier ist eh kein Monster. Und das seltene. Ist, glaube ich, ein besseres Bulldrom-Ei. Also ich kann auch mal eben kurz den Bulldrom austauschen gehen. So, Leute, jetzt habe ich den Bullen ausgetauscht. Er hatte sogar drei Fähigkeiten von Anfang an. Sogar eine richtig gute. Nämlich, dass bei dem Kombinationsangriff was richtig krasses bei rumkommt. Wie die Kiste hier haben. Ui, da war mal ein Talisman drin. Bisher habe ich noch keinen. Ein Moment. Ausrüstung. Ja. Na, endlich. So, komm. Stein, 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 Stein. Erdkristall. Ich rechne die scheiß Steine. Hier ist auch nochmal ein seltener Monsterbau. Da gehe ich einmal rein, gehe danach aber nicht zurück. Leute, hier in der Höhle war noch ein Bulldrom drin. Da wir den letztes Mal ja nicht fertig machen konnten, dachte ich, ich kenne euch den Kampf mal. Ich habe jetzt zwei Runden mal vorbereitet, damit hier der Kampf nicht ganz so extrem lang geht. Rom und Sven haben übrigens, also Bull und Sven haben jetzt auch wieder ein paar Level hier drin geholt. Noch draußen habe ich irgendwo einen cooler Jakku noch fertig gemacht. Bevor ich letztes Mal noch Sven geholt hatte. Nee, bevor ich das Bull drum geholt habe, Entschuldigung. Okay, er benutzt eine Fähigkeit, das heißt, ich brauche gar nicht machen. So, ich will den Ladungsbalken. Warte, ich kann reiten, oder? Ja. Oh, du wirst jetzt sowas von weggereckt. Sturztritte! Keine Ahnung, wie der... Oh, er ist tot. Ich wollte gerade sagen, keine Ahnung, wie viel der noch aussieht. Maximaler Angriff wieder erlernt. Richtig viel vom Boot rumhalten. So, jetzt sehen wir uns am Ende der Höhle. Okay. Zeit, sich ein Ei zu krallen. Ein Kutku-Ei brauche ich nicht. Okay, ich habe noch ein Kutku-Ei. Ich gebe mal einen Scheiß aufs Ei. Und kill einfach den Kutku, weil ich mehr Material von ihm gebrauchen kann. Oder ich nehme das mit. Das stinkt mal richtig doll. Also da war ein ganz besonderes Licht. Ich nehme das mit. Ich würde eigentlich den Kutku bekämpfen, aber dann hat das so extrem geleuchtet. Noch extremer als vorher. Das kann doch nur gut sein. Bescheidenes Vogelweifern-Ei. Im Übrigen, das habe ich auch erst da drinnen gesehen. Mit dem Bullen, also mit dem Bulldrom, kann man schneller reisen. Also der kann so einen Ansturm. Dann flitzt der richtig los. Ist nur ein bisschen schwer zu lenken. Aber man kommt richtig gut damit voran. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie das Gebiet heißt.
Und der ist auch ein richtig starker Krafttyp. Und der Photonoff, den habe ich auch einmal jetzt im Kampf benutzt. So useless ist er gar nicht. Der ist ein echt guter Tank. Okay, da oben ist gleich eine Kiste. Warte mal, ich wechsle kurz. Einmal Pflanzen. Und... Nest bitte. Und dann bleibe ich auf Spenden. Da oben sind Viecher. Da ist ein cooler Jakku. Ich brauche von dir ehrlich gesagt nichts mehr. Ich will rechts rum, weil da ist eine Kiste. Wir sehen uns am Nest am besten. Leute, wir sind fast am Nest. Aber ich wollte mal sehen, was für eine coole Gegend hier ist. Also das wollte ich euch mal zeigen. Immer komplett anders als die anderen Nester. Ey, das hier, das sieht einfach nur nice aus mit der Klippe. Von den Weizen kriegt man so viel. Ich habe bisher nicht ein einziges Mal diese Weizen genutzt. Also die Donuts. Ich weiß also gar nicht, wie stark die eigentlich sind. Was ist denn das für ein riesiger Bau? Da ist ein Kurtko, den mache ich auf jeden Fall fertig wegen Materialien. So, der Kurtko wurde verprügelt. Der Kurtko hat irgendwie immer Conchus bei sich. Braucht er Futter im Kampf? Oder warum sind die dabei? So, jetzt links hier müsste eigentlich das Nest sein. Laut Karte. Also dieses Gebiet war ja mal richtig groß. Viel größer als die anderen Gebiete. So, bin gespannt, was für ein Vieh erwartet mich. Okay. Ogi. Was ist das für ein Geruch? Wenn du schon sagst, was ist das für ein Geruch, dann kann doch nichts Gutes sein. Riecht wahrscheinlich das Gift. I smell something. Ich rieche jetzt wahrscheinlich ein neues Vieh. Okay. Warum so ein starkes Monster? Also das ist ein deutlicher Stärkeanstieg. Eigentlich. Keine Ahnung, ob der hier schwach ist. Aber das wäre auf jeden Fall wieder so ein richtig starkes Monster. Ich weiß halt leider nicht, welchen Typ der hat. Ich hole erstmal Sven in den Kampf. Wenn ich kann, feuere ich an. Ich kann nicht, okay. Ich gehe mit ihm auf Technik. Okay. Ich muss danach zur Bulle wechseln. Weil der ist ein Techniktyp. Also brauche ich Kraft. Let's go. Was nochmal ein Kraftangriff, also mache ich dasselbe. Ich achte nie wirklich auf mein Leben, weil Kane halt nicht eh. Okay, jetzt dauert es wahrscheinlich wieder, bis ich mit ihm zusammen was machen kann. Keiner von uns hat Elementfähigkeiten, also Attacke. Malmzeit. Habe ich das gerade richtig gelesen? Wo ist der jetzt? Ach, er gönnt sich seine Pilze auf, die er immer so geil ist. Ja, der wird uns jetzt vergiften wollen. Frage ist, welchen Typus hat das?
Wahrscheinlich Geschwindigkeit. Jetzt wäre, glaube ich, Sven eine gute Idee. So, ich mache einen Ladungsschnitt. Nee, ist sogar speziell angeweise, also war egal. Zack. Bitte nicht mich. Gift auf alle. Kann ein bestimmtes Körperteil angreifen, wie jetzt. Ah, ich kann mir aussuchen, was ich angreife. Ja, Sven muss ich aber wieder zurückwechseln, wenn er jetzt immer noch auf Technik geht. Ich selber bin ja nicht vergiftet worden. Warte mal, ich hab doch noch eine Falle, oder nicht? Ja, für Technikangriffe. Dann habe ich wenigstens ein bisschen Ruhe bei ihm. Normalerweise müssten die aufwachen, wenn man die prügelt. So, jetzt kann ich dir richtig schön eine reinhauen, ne? Ich kümmere mich um Schweif. Die anderen können sich ruhig um den Kopf kümmern. Beziehungsweise um den Körper, weil der eh schon fast kaputt ist. Ein Teil ist kaputt. Ich glaube, es ist der Körper kaputt gegangen. Nee, der Schweif ist im Eimer. Oh, ich kann wahrer weiter Hieb einsetzen. Den habt ihr, glaube ich, noch nie gesehen. Der ist richtig cool. Hey, Kayla, sieht das viel cooler aus als bei mir, im Ernst. Bam! Los, Bull drum! Drück ihn weg! Ich will einmal Ride on auf den Bullen haben. Das habe ich bisher noch nie gesehen. Und achtmal ist vergiftet. Wie, du hast verfehlt! Du Lusche! Tackling! Aufmal für diesen Kampf ungehalten. Kannst du den nicht austauschen? Oh, Ladungsschnitt. Danach sollte ich eigentlich Ride-On nutzen können. Oh, er macht wieder. Das ist kein gutes Zeichen. Warum trifft der Bulle nicht? Okay. Wenn mein Bulle eine normale Attacke nutzt, dann nutze ich auch eine normale. Jetzt kann ich wahrer weiter Hieb erstmal nutzen. Und ihm richtig eine knallen. Komm, jetzt triff doch mal, du blödes Vieh. Lebenspuder. Würde ich gern einmal benutzen, weil fast alle im Eimer sind. Oh, gerade kann man wieder irgendwas kaputt machen. Den Kopf kann man kaputt machen. Kopf gebrochen und Pokal tot.
Und ich bin immer noch vergiftet. Das war noch Rang S. Okay, wenn du meinst, Spiel. Ich bin eigentlich anderer Meinung, aber glücklich bin ich dennoch. Weh, ich krieg jetzt keinen Pokai, aber... Weh, Spiel. Da haben wir beide ein Problem. Oh. So. Das ist doch... ja, ich merke mir am besten grün mit weißen Punkten Pokai. Nehme ich mit. Ist auf jeden Fall besser als das Photonov. Weil der vergiften kann. Und Gift ist immer gut beim Monster Hunter. Solange du gegen kein Giftmonster kämpfst, ist Gift eine der besten Sachen, die du dabei haben kannst. So, und jetzt muss ich den ganzen Weg zurückrennen. Das skippe ich für euch, weil das lange dauert. So, Leute, wir sind zurück im Dorf und ich freue mich jetzt schon, das Pokai-Ei jetzt zu brüten. Also, ich werde irgendwann wahrscheinlich noch ein besseres kriegen. Aber bis zu dem Zeitpunkt kann ich mir noch ruhig ein Pokai holen. Nee, das da, das hat einen tollen Geruch. Ist, glaube ich, ein Jacko, oder? Nee, ein richtig guter Veloci. Das ist ein richtig, richtig guter Velocidrom. Das war dieses Mega-Glitzer-Ei, was ich letztes Mal gekriegt habe. Oder war es am Anfang der Folge? Weiß ich schon gar nicht mehr. Mein Gedächtnis ist so schrecklich. So, Pokai Pokai. Mein erstes Giftmonster. Du darfst Sunny sein. Ich gebe nicht jedem einen Namen. Und nein, jetzt kommen nicht wieder solche Kommentare wie bei Sven, ob es dadurch zum Tode verurteilt ist. Leute, das fand ich gemein. Ich kann das ja einmal vergleichen. Gen? Wenn ich hier die Gene vergleiche. Er kriegt alle Typen hoch, er hat hier so einen Kraftbonus. Dass seine kritische Rate höher ist. Konfrontationsschaden erhöht. Vor allen Dingen, er hat dieses Regenbogen-Gen, das ist richtig stark. Und er hat halt nichts. Also, tut mir leid, Ramme, aber du wirst jetzt erneuert. Und der Photonov wird ausgetauscht. Aber ich nenne deine neue... Ach, den kann man nicht freilassen. Aber damit du im Herzen noch bei uns bist, nehme ich den neuen auch ran, mal. So. Es ist halt eine deutlich stärkere Version. Auch wenn er jetzt noch Level 1 ist. So, Nebenquesten. Na, schade. Ich habe immer noch nicht genügend Mahana gut. Er hat Überspannung gelernt. Das konnte er, glaube ich, nicht bei dem anderen. Also der hat auch neue Fähigkeiten. So. Du hast wahrscheinlich nichts Neues für mich, aber beim Schmied will ich eben kurz die Waffen angucken und die Rüstung. Blühende Klinge. Das ist die von Pokai. Ne, Feuer- und Giftbeschichtung. Ich habe noch keinen guten Bogen, ne? Also bisher brauchte ich auch keinen Bogen, ist das Ding. Hm.
Überlege ich gerade. Also meine Feuerwaffe ist eigentlich recht gut. Ich würde gerne eine halt auf Feuer behalten. Ich kann halt nur eine scharfe Waffe mit dem Puckel holen und einen Bogen. Da hole ich mir lieber den Bogen, weil ich wirklich noch keinen guten Bogen habe. Sieht richtig cool aus, muss man sagen. Und ist auch besser als die Kurt-Rüstung, bevor ich mir die überhaupt gemacht habe. Ich glaube, die kann ich sogar direkt dann aufwerten. So, verbessern. Rüstung. Ja, kann ich vom Prinzip her mit dem Schwanz aufwerten. Will ich mir aber für die zweite Ladung aufsparen, wenn ich ehrlich bin. Und der Bogen, was bringt der mir verbessert? Oh, das ist ein deutlicher Stärkeanstieg. Okay, umentschieden. Der Bogen, der wird einmal verbessert. Damit ich einen richtig starken Bogen habe. So, da unten will jemand was von mir. Und ich will dem Oberhaupt heute noch berichten. Oh, hello. Er würde mir eine Schwert- und Schildtechnik geben, wenn ich mal mit einem Knochenteil vorbeikomme. Kann ich nach dem Video machen. Ihr wisst ja, was ich bekomme. Aber jetzt erstmal zu ihm hier. Also man muss ja schon sagen, er sieht deutlich aus wie ein Bultrom, ne? Es gibt Schlimmeres. Are you sure? Der Poker ist uninteressant gewesen. I don't know if this is because of Guardian Ratha, but strange things are happening all over the island. Without Guardian Ratha's influence, the monsters may be having a hard time restraining themselves. Ja, der Wächter hat sie wahrscheinlich alle unterdrückt. I thought so too. We should investigate aber die Guardian nicht Ratha hier randalieren. That's where Of course. You both have my permission to enter the sacred. Okay, dann weiß ich ja, wo ich beim nächsten Mal bin, ne? Der versiegelte Bau, nachdem du Angela begegnet, du einem Poker jetzt, da welcher Rat verfort ist, theorisieren tobende Monster aus Land. Um die Wahrheit hinter diesen seltsamen Geschehnissen herauszufinden, gehst du dorthin, wo alles begann. In dem welcher Rat war. Wald, also Wald des Wächterviechs. Aber ich würde sagen, hier beende ich das für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.